Ja, wir kommen jetzt zur technischen Analyse und ich begrüße ganz herzlich Astolf Rittmeier. Herr Rittmeier, schauen wir uns zuerst mal den DAX an. Der hat in den letzten Wochen einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Der hat ja schon fast an der Marke von 8.000 Punkten gekratzt. Was heißt das jetzt? Muss man sich Sorgen machen, dass der Markt möglicherweise dreht? Ja, schönen guten Morgen aus Düsseldorf, Frau Oltersdorf. Ja, wir müssen uns keine Sorgen machen im Moment. Wir haben im Grunde genommen mit einer Konsolidierung zu tun, die durchaus gesund ist, die den Markt eher gut heißt, als dass es ihm schaden könnte. Insofern denke ich mal, dass was wir jetzt in den vergangenen Tagen gesehen haben, auch der Abverkauf in der vergangenen Woche bis runter auf 8.035 etwa, durchaus gesund, durchaus im Plan, sage ich mal. Wir müssten momentan uns das kurzfristige Bild anschauen, um ein bisschen Indikationen dafür was wir jetzt zu erwarten haben für diese Woche oder meinetwegen auch für den Sommer, der ansteht, oder dann auch die Sommerpause des Handels. Also, was steht hier an? Wir haben gesehen, immerhin ein Doppeltop vom 22. Mai und 28. Mai, und abgeschlossen wurde eigentlich diese Topbildung mit dem Unterschreiten der 8.215 spätestens. Das heißt, es war definitiv absehbar, dass wir also ein bisschen abwerten werden Richtung 8.150. Das habe ich vergangene Woche auch in der Sendung gesagt, dass wir mindestens 8.150 sehen werden. Nun gab es ein paar Punkte drunter. Aber immerhin, das Kuriosum, was wir momentan am Markt sehen, das hat Herr McNaufe vorhin schon gesagt, ist einfach, dass bei guten Daten der Markt runtergeht, bei schlechten Daten geht es rauf. So wie eben am Freitag, wo der Markt ordentlich wieder zugelegt hat. Warum? Weil die Arbeitsmarktdaten ein ganz klein bisschen schlechter rauskamen, als sie letztendlich erwartet wurden. Also das heißt, wir sehen gute Kurse bei schlechten Daten. Und jetzt ist die Frage, ob der Markt sich in den 8.200er Bereich etablieren kann. Wir sind heute Morgen mit 8.240 ganz gut bestellt. Wenn dem so ist, dann denke ich mal, ist vielleicht sogar diese Top-Bildung abgeschlossen, also im Sinne von, dass wir wieder zurück sind im Aufwärtsmove. Uns wird Aufschluss geben heute die 8.260 etwa, und ein Übersteigen der 8.280 dürfte dann eventuell sogar für Kurse Richtung 8.400 Punkte sorgen. Also hier muss man sich noch keine Sorgen machen. Wie ist die Lage momentan beim S&P 500? Ja, der S&P 500 ist, man kann sagen, noch ein bisschen gesünder als der europäische oder auch der DAX. Wir sehen hier einen wunderbaren Aufwärtstrend seit Anfang des Jahres. Das heißt, der S&P konnte immerhin fast oder etwas mehr als 20% zulegen, um fast 300 Punkte. Ja, auch hier muss man sagen, die Konsolidierung, die dann von Ende Mai an gestartet bis letzte Woche lief, die ist auch durchaus gesund, und das Ganze vor allen Dingen im Rahmen der Aufwärtsbewegung. Das heißt, die Stützen der Aufwärtstrendlinie, die sind nicht gebrochen worden, auch wenn sie innerhalb des Tages am Donnerstag mal unterschritten wurde, aber es geht ja hier um Nachhaltigkeit, und nachhaltig kann man sagen, wir sind drin in diesem Trend, also der Trend ist intakt und sauber und gesund. Wir müssen momentan darauf achten, ob der S&P 500 die 1640 bis 1650 Marke wieder überschreiten kann. Wenn ja, sehen wir auch wieder das Jahreshoch bei 1687. Also gesunder Markt, gesunder Aufwärtstrend, und insofern ist hier die Chartsentwicklung durchaus sauber und gesund. Herr Rittmeier, wie schätzen Sie denn im Moment das Währungspaar Euro-Dollar ein? Wir waren ja doch ziemlich lange bei der Marke so von 1,30, da hingen wir ziemlich lange fest. Jetzt hat das Währungspaar es über die 1,32 geschafft. Welches Ziel sehen Sie demnächst? Ja, durchaus haben wir tatsächlich in der vergangenen oder in den vergangenen Wochen haben wir eher damit gefürchtet, dass wir unter die unterstützende Linie von etwa 1,27 bis 1,28 fallen könnten. Denn hätte dieses Szenario stattgefunden, wären wir also unter die 1,27 gelaufen, dann hätten wir hier durchaus mit doch stark fallenden Kursen im Euro rechnen müssen. Nun hat es in der vergangenen Woche doch einen ganz guten Aufwärtsmove gegeben. Es ist gebrochen worden. Die abwärtsführende Trendlinie, die ja immerhin seit dem 1. Februar Bestand hatte, wo wir bei 1,37 noch standen, und nun ja, sehen wir halt entsprechend Kurse bei 1,32 und mehr. Jetzt ist die Frage, wie gut der Markt das halten kann. Heute Morgen sehen wir leichte Abschläge, und ich denke auch, dass wir auch weiterhin unter der 1,32 notieren können, aber wir müssten schon wieder unter 1,30 fallen, damit ja wieder die Sorge losgehen kann, dass der Euro dann doch
eine Top-Bildung macht und auch unterhalb 1,27 notieren wird. Also, wir müssen eigentlich darauf warten, was der Markt jetzt aus seinem starken Aufwärtsmove macht. Der ist noch sehr jung und insofern Füße ein bisschen trocken halten, stillhalten. Wir sehen im Maximum auf der Oberseite die 1,33,05. Das ist der Kurs vom Freitag und das ist ein Kurs, der auch schon im Dezember 2012 ein Signal gesetzt hat, dass der Markt da nicht weitergeht. Also achten wir auf der Oberseite auf die 1,33 glatt im Grunde genommen und achten wir auf der Unterseite, ob die 1,30 hält. Das machen wir noch mal ganz kurz. Der Blick auf den Ölpreis, Herr Rittmeier, wirklich ganz kurz nur, wie geht es da weiter? Ja, der Ölmarkt versucht die Bodenbildung. Das heißt, das könnte sich hier eventuell in 1,23 tief abzeichnen. Das heißt, wir müssen Kurse über 105,90, also in 106 Dollar, Euro, Entschuldigung, gehen. Dann werden wir durchaus eine Bodenbildung abgeschlossen haben und wir sehen dann wieder Kurse oberhalb von 110. Astolf Rittmeier, Dankeschön für diese Einschätzung nach Düsseldorf. Gerne. Und das war schon wieder für den Moment. Wir sehen uns dann, wenn Sie mögen, Punkt 9 Uhr wieder. Herr Knauf hat es ja schon angedeutet.